Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum neuen Türchen. Bevor wir starten mit dem Gewinner vom letzten Türchen, noch eine kurze Anmerkung. Und zwar gibt es vom vorletzten Türchen, das waren ja die Gittermasken, gibt es einen neuen Gewinner. Jetzt nicht, weil sich der Gewinner nicht gemeldet hat, sondern das war jetzt nicht das Problem. Das ist alles normal abgelaufen, haben sich gemeldet, haben auch Mailkontakt gehabt und so weiter. Ich bekam gestern Abend die Mail von Maxi R, dass er seinen Gewinn der Gittermaske, dass sie entschieden, den abzulehnen, damit ein anderer den Gewinn bekommen kann, damit dieser dann endlich erstmal spielen darf. Und dieser neue Gewinner der Gittermaske ist Black Nico TV. Ich blende jetzt mal deinen letzten Kommentar ein, weil ich habe deinen letzten vom Video mit den Masken nicht mehr gefunden von den vielen. Deswegen den eingeblendeten Kommentar, damit du jetzt weißt, dass du das jetzt bist. Du gewinnst dank Maxi R die Gittermaske und kannst dann endlich auch erst noch spielen. Und für diesen Move von Maxi R ziehe ich meinen nicht vorne Hut jetzt vor dir, denn das ist doch mal wirklich ein Ehre-Move, dass man auf den eigenen Gewinn verzichtet, damit ein anderer erst noch spielen darf. Also wirklich, meinen nicht vorne Hut ziehe ich vor dir. Meinen größten Respekt dafür. So, BlackNicoTV, solltest du es verpennen irgendwie bis morgen oder so, keinen Kommentar zu schreiben. Das ist bei dir jetzt vollkommen egal, denn der Wunsch von Maxi R war ja, dass genau du das bekommst und kein anderer. Und deswegen wirst du es auch bekommen. Ich schreibe dich da nicht nur, ich schreibe dich nochmal privat dafür an. Für diesen Move von Maxi R zeig mir nochmal ein bisschen Respekt in den Kommentaren, denn das ist nochmal ein Ehrenmove. Kommen jetzt zum Gewinner vom letzten Türchenswinnerung. Das waren ja zwei Patches von mir. Und weil ich da den Gewinner, beziehungsweise die beiden Gewinner, noch ein Patch von Vegalia zu aussuchen konnte, welche Farbe. Und der erste Gewinn ist einmal JK Airsoft. Ich will die Patches gerne für meine Combat-Jacke haben. Die sieht noch sehr leer aus und langweilig. Sieht danach bestimmt ja geil aus, richtig geiles Format. Der zweite Gewinner ist Hans Wurst Airsoft. Ich möchte diesen Patch gewinnen, weil ich schon seit sie rausgekommen sind, mich keinen holen konnte und ich immer schon einen haben wollte. Vielen Grüße, Hans Wurst Airsoft. An euch beiden, schaut in den Kommentarbereich, dort werde ich meinen Kommentar sehen, der ist angepinnt. Mit Antwort darunter in den nächsten 20 Stunden bis zum nächsten Video. Schreibt bitte eure E-Mail-Adresse und auch welche Farbe ihr noch dazu haben wollt. Also ihr bekommt ja jeweils einen Patch von mir und dann könnt ihr euch jetzt noch eine Farbe dazu aussuchen, welcher der drei Vegali-Patches ich noch dazulegen soll für euch. Also entweder schwarz, entweder oliv oder entweder in Tan. So sieht es dann übrigens auch mit meinem Patch aus. So. Kommen wir jetzt zum Gewinn von diesem Türchen, was könnt ihr heute gewinnen? Und zwar könnt ihr heute zweimal, es gibt ja zwei Gewinner, zweimal ein T-Shirt von unserem Online-Shop gewinnen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Luft zu halten, denn das ist das Prototyp-Shirt, das was ich habe, ist das allererste. Es war tausendmal in der Wäsche, wurde nie gebügelt, deswegen sieht es auch genauso scheiße aus, wie es jetzt hier aussieht. Ihr werdet natürlich dann ein neues bekommen, das wird Lukas extra für euch bedrucken. Ihr habt dann die Auswahl zwischen den Größen S, M und L. Die Größe richtet sich natürlich nach dem Gewinner. Ja, wenn ihr das gerne haben wollt, schreibt den bekannten Hashtag, der jetzt eingeblendet ist, in den Kommentarbereich und in einem guten Grund, wo das genau an euch schicken soll. Das war's mit diesem Türchen. Morgen wird der Gewinner bekannt gegeben. Viel Glück an alle und bis morgen.